Moin Moin und willkommen zurück. Weiter geht's mit der SC Freiburg Karriere hier im FIFA 17 Karrieremodus. Heute steht an der DFB-Pokal die zweite Runde zu Hause gegen Union Berlin. Der Zweitligist ist hier heute klarer Außenseiter, wir in Rot und Schwarz, Union in Grau. Wir heute im 4-2-3-1-System. Köpke im Sturm, Möwald dahinter, dann De Castillo und Kerk auf den Außen, Gondorf und Grüne auf der Doppel-6, Stenzel, Hintermeier, Mukiele und Günther. Und die Viererkette, beziehungsweise wir tauschen das nochmal. Mukiele geht auf rechts, Stenzel raus. Dafür Linhart, nein, beziehungsweise der junge Roth kommt dafür heute mal zum Einsatz. Neben Hintermeier, Günther geht raus, dafür kommt Lekonte mal rein. Darüber hinaus würde ich Huber heute ganz gerne mal Mist bringen. Auf die Bank. Ferrati kommt mal für Möwald von Anfang an. Und dann gehen wir so rein, würde ich sagen. Parallelspiele heute Abend. Aue gegen Köln, Darmstadt in Augsburg. Und Heidenheim empfängt Stuttgart. Dann schauen wir mal, was hier heute geht. Ob wir heute im Pokal hier den Liga-Alltag abschütteln können. Und uns einfach mal heute auf das konzentrieren können, was heute zählt. Nämlich nur das Weiterkommen, ein Sieg im DFB-Pokal, um damit dann vielleicht doch noch irgendwie nach Europa zu kommen, Fragezeichen. Natürlich nicht, sondern um sich erstmal wieder Selbstvertrauen zu holen, um dann in der Liga am nächsten Wochenende mal was zu reißen. Auf geht's. Union stehst an. Über Skripski und Polter. Fürstner, Puncic nach außen gelegt, Kessel. Kessel, Groß. Polter, Grüne gewinnt den Ball. Ferrati, Kerk, gut gemacht. Drum außen auf Mukiele. Der chippt ihn gleich mal durch. Will ihn mal durchchippen. Petersen klärt, aber Leisner ist da keine Gefahr. Leisners langer Ball, der kommt sogar an bei Skripski. Und der kann sich durchsetzen. Legt ihn nochmal ab. Polter wieder Skripski, aber Hintermeier ist da. Und Lekonte legt den Ball ruhig ab. Hintermeier spielt Aufbau des Sportclubs. Grüne, hochriskanter Ball, aber De Castillo ist da. Köpke, Ferrati, für Möwald heute auf der 10. Köpke, Ferrati, guter Ball nach außen auf Mukiele. Der bringt die Flanke, die ist nicht schlecht, kommt bei Möglichkeit. Leistner klärt, Mukiele nochmal abgelegt. Kerk nochmal Mukiele. Er wartet auf die Unterstützung. Bekommt sie spät von Kerk. Kein Abseits. Kerks gibt die Flanke abgefälscht. Petersen, Köpke mit dem Abschluss aus spitzem Winkel ans Außennetz. Aber nach 10 Minuten der erste Abschluss des SC Freiburg hier zu Hause. Busk muss aber nicht eingreifen. Langer Ball vom Unioner Keeper. Hintermeier gewinnt das Abfallduell nicht gegen Polter. Polter kann den Ball verarbeiten. Fürstner. Hintermeier ist dazwischen und Gondorf ist dann da. Ferrati. Der macht es nochmal wieder ruhig. Findet wieder Kerk, der liegt zurück. Grüne. Köpke. Ferrati. Durchgesteckt auf Köpke, der kann sich gegen Puncic nicht durchsetzen. Mukiele kann den Ball nicht verarbeiten, gibt nur Einwurf für Union. Hedlund beim Einwurf, Pedersen. Kerk dazwischen. Ferrati. Köpke braucht zu lange und Groß ist dazwischen. Fürstner, Kessel, wieder Skripski, Grüne dazwischen, Kerk, Gondorf, Ferrati, Köpke, Ferrati kommt dazu, wird aber gelegt, gibt den Freistoß aus einer sehr guten Position, gibt die gelbe Karte noch hinterher für Toni Leistner.
Ja, die beschwert sich, hätte da vielleicht ganz gerne mal die rote Karte gesehen. Aber Gelb geht auf jeden Fall mal völlig in Ordnung. Kerk steht da bereit, aber ich glaube, Ferrati wird es eher machen, denke ich, mit dem linken Fuß. Ferrati, oder brauche ich doch einen Rechtsfuß? Noch einen Rechtsfuß, da wäre Köpke der Rechtsfuß, ansonsten Grüne. Gondorf mit rechts, ja. Gondorf, der Rechtsfuß, wird das mal übernehmen. 22 Meter Torentfernung. Gondorfs Freistoß. Gondorf, der ist nicht schlecht, aber im Endeffekt dann doch deutlich am Kasten vorbei. Aber immer wieder eine Offensivaktion. Busklanger Ball, Gondorf gegen Polter. Mukiele, der versucht ihn zu stellen. Polter wird auch gestellt, wichtig. Und Kerk mit dem nächsten Konterball. Ferrati-Ballverlust. Petersen, Ferrati-Ballgewinn fast. Cejnoulaou, Leistner, langer Ball. Mukiele ist dazwischen, wichtig. Kerk kann direkt ablegen. Ferrati, Gondorf. De Castillo versucht den langen Ball. Köpke kommt nicht ran. Leistner. Groß. Hinten und Mukiele ist dazwischen. Gut gemacht da. Mukiele. Köpke. Nochmal Mukiele. Flanke abgeblockt von Petersen. Eckball. Nach gut 26 Minuten hier an diesem frühen Abend in Freiburg. Eckball wird kommen von Ferrati mit links. Ferratis Eckball ist nicht schlecht. Kopfballchance. Petersen Bus kann nur wegfausten. Und Polter klärt. Aber LeConte kommt da mit dem Ball, aber ohne Gefahr. Eher mehr oder weniger ein Klärungsversuch als ein Abschluss da aus 40 Metern. Busklanger Ball. Hintermeier Kopfballduell gegen Polter abgeprallt. Ferrati ist da und macht den Ballbesitz für Freiburg erstmal fest. Kerk, der findet Köpke. Kerk, Ferrati gegen Fürstner, Ball Verlust. Puncic, Kessel abgelegt auf Petersen. Union versucht das Spiel zu kontrollieren. Cejnoulaou geht vorbei an Mukiele, der macht die Seite auf. Ist ein bisschen bitter da an der Stelle. Seite aufzumachen. Kann die Flanke nicht verhindern am langen Pfosten. Kommt Skripski, der kann die Ball noch annehmen. Nochmal bringen. Und Hintermeier blockt den Abschluss von Polter. Ganz wichtig. Ansonsten hätte der Ball wohl gepasst. Eckball Nummer 1 für Union. Skripski. Achtung, da aufpassen auf Polter. Genau, da ist Gondorf gleich bei ihm. Und macht das gut. Und bleibt bei ihm die Flanke von Polter. Und Schwebe geht hin, weil der sonst gepasst hätte. Was? Eieieiei. Union also gefährlich. Skripski Eckball. Wieder auf die Polters Idee. Fallrückzieher. Zweiter Ball für Skripski. Okay, der lässt ihn ganz einfach laufen. Polter, über den viel geht. Kerk ist dazwischen. Klärt ihn nochmal nach außen. Wichtig. In Seiten aus ist okay. Gibt Einwurf Union. Nochmal Skripski. Aber Einwurf jetzt für Freiburg. Der konnte auf Rot. Grüne. Ferrati. Kerk. Köpke. Mukiele. Starker Ball. Gechippt so ein bisschen auf Kerk, der durchgelaufen ist. Kerk. Wird da weggegrätscht, gibt es den Eckball? Ne, gibt es sogar Abstoß, glaube ich. Und dann eine Vorschau als nächstes spielen wir nämlich dann im Borussia Park in Mönchengladbach am kommenden Samstag. Und hier gibt es Abstoß, ja. Brustklanger Ball. Gondorf Kopfball gegen Polter, gut gemacht. Aber groß. Auch eins so vorne gegen Darmstadt parallel jetzt. Hedlund da für Union gegen 3. Mukiele ist dazwischen. Pedersen, nochmal Hedlund. Kerk, Gondorf. Ferrati. Kerk.
Kerk. Nochmal zurückgelegt. Gondor, Ferrazzi. Nochmal Kerk. Gut rausgelegt, Mokiele. Gute Flanke. Aber Köpke ist nicht da. Nachspielzeit. Dremel gibt es oben drauf. Hedlund nochmal in die Mitte abgelegt. Groß. Zeschnulahu, aber rot ist dazwischen der junge Innenverteidiger des SC. Leconte, De Castillo, Ferrati, Köpke, guter Ball für De Castillo, etwas zu kurz, leider der Chip. Kessel klärt auf Leistung und dann ist erstmal Halbzeit hier in Freiburg. Zur Pause zwischen Freiburg und Union ein den Freiburg-Fans sehr bekanntes Ergebnis, nämlich 0:0. Hat er schon den Pokal, Bremen spielt noch gegen Ingolstadt. Aue 0:0 gegen Köln, Darmstadt liegt 1:0 hinten in Augsburg und Heidenheim 0:0 gegen Stuttgart, überraschend. Später am Abend dann noch ebenfalls wie Bremen gegen Stuttgart, Lautern empfängt Hoffenheim, Mainz empfängt Leipzig und St. Pauli zu Gast in Wolfsburg. Wir gehen erstmal hier rein und weiter geht's mit den 42 Minuten gegen Union. Er ist, sie stößt an, hier ist von rechts nach links, über Grüne im Spielaufbau, der weiß einfach nicht wohin damit, findet dann doch noch irgendwie De Castillo, der findet noch Köpke, der legt sich den Ball fast mit dem Ball vor, kriegt die Flanke auch noch in die Mitte, aber Busk, Ball nicht ganz gegen Polter, Kripski, Fürstner, gut dazwischen, Gondorf, Groß, Hedlund, gut nach außen, abgelegt Kripski, Leconte dazwischen, wichtig, und gut geklärt dann, De Castillo, Ferrati, Grüne, Gondorf, Kerk, raus auf Mokiele, Köln führt 1:0 in Aue, Köpke, Ferrati, oh, schlechter Ball. Hedlund, Fürstner, Hedlund läuft und hat 1 viel Platz, Hedlund hat richtig Platz, der wartet und Leconte klärt. Wichtig, De Castillo. Gondorf, Ferrati, Gondorf, De Castillo, Köpke gegen 3, auf De Castillo, nochmal in die Mitte, Gondorf, Groß dazwischen und klärt. Langer Ball, Hintermeier kurz auf Rot, der auf Mokiele, Seitenwechsel, Kerk, andere Seite. In die Mitte wieder auf Grüne. Köpke. Ferrati, guter Ball nach außen, dann weiter. Kerk. Flanke kommt, aber keine Gefahr. Busk greift einfach zu. Langer Ball. Ballmöglichkeit, Grüne. Polter. Grüne gewinnt den Ball und wie? Und jetzt? Köpke, wohin? Da ist Ferrati, der kommt nicht ran an den Ball von Köpke. Hintermeier Kopfball gegen Polter. Hintermeier gewinnt den Ball. Ferrati, der Chipball ist perfekt. Polters Volley, Köpkes Volley. Wie komme ich auf Polter? Papalapap. Schöne Idee. Auch hier von Ferrati und Köpke richtig gut gespielt. Und der Schuss geht dann leider nicht rein, natürlich. Weil du kein gutes Selbstvertrauen hast, rutscht er dir irgendwann schlappen. Kreilach kommt jetzt für Zeschnulahu bei Union. Nach gut einer Stunde. Busk, langer Ball. Grüne gewinnt das Kopfball gegen Polter. Groß gewinnt aber dann den Ball. Und so jetzt wieder Union über Kessel. Über Fürstner. Nicht? Bei Unions Krebski. Krebski die Flanke. Hintermeier klärt, aber nur auf. Groß! Und dessen Volley fängt Schwebe so gerade eben einfach ab. Wichtig, dass sie einfach abgefangen wird. Wir gehen rein in die Mannschaft, immer wechseln. Und wir müssen ganz, ganz dringend sogar wechseln eigentlich. Ja, die Frage ist, wie machen wir das? Meffert kommt auf jeden Fall mal für Gondorf. De Castillo geht mal raus. Dafür Leimer auf rechts. Doppelwechsel jetzt hier gleich.
Schwelbe beim Abwurf, Leconte, Linie entlang, Castillo, Grüne, auch der ziemlich am Zahnfleisch, genauso wie Gondorf, Köpke, Ferrati versucht nochmal, Kessel ist aber dazwischen. Polter gut abgelegt, Konterchance jetzt für Skripski, der ist schnell. Skripski geht den Jungen rot, Kreilach, Grüne dazwischen, wichtig. Gondorf, Ferrati, starker Ball nochmal auf De Castillo, der kommt auch ran und dann gegen Kessel, aber doch nicht ganz, und jetzt ist er bei dem Aus, gibt Einwurf und den Doppelwechsel beim Sportclub. Einwurf, Leconte, Kerk, Ferrati, nochmal die Mitte gelegt, Meffert geht vorbei, zieht mal ab, aber keine Gefahr, weil er jetzt bedrängt wird und dann am Ende nicht stark genug. Rusina kommt dabei, Union, Mukiele, Leimer, nochmal raus, Mukiele, Flanke ist nicht schlecht, Köpke kommt nicht ran gegen Puncic, der wieder klärt, aber wieder nur lang. Rot, Rosina liegt ab, Fürstner, Achtung. Fürstner, Groß, Achtung, langer Ball, Mukiele dazwischen. Stark. Gute Ablage da, Kreilach, nochmal Hedlund. Meffert ist dazwischen, Leimer. Ferrati. Köpke. Abgefälscht, der Chipball nochmal für Ratti nach außen, Kerk wartet auf eine Unterstützung, findet sie aber nicht, und dann ist schlechter Ball für Leconte, der nicht rankommt, Leimer, und der gleich wieder in die andere Richtung auf Köpke, Köpke durchgesteckt, nein, Grüne kommt nicht ran, weil Punches dazwischen ist, Groß, Skripski, Skripski von zweimal unter Druck gesetzt, muss zurücklegen, Bus klickt, spielt ihn nochmal kurz raus, Puncic. Ball nach außen, Achtung, guter Ball auf Kreilach, Achtung, Mukiele, Rot ist bei ihm, aber der Ball kommt auf Hedlund durch, Hedlunds Flanke, da hinten ist keiner, bei Skripski, puh, und der Volley geht über den Winkel drüber weg, aber den kann er auch annehmen und einfach reindrücken da, Riesenglück, dass er den dann nicht noch annimmt, Schwebe, Hintermeier, Ferrati, Köpke, Ferrati, Grüne, guter Ball, Kerk, nochmal durchgechippt für Grüne, 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 immer noch Grüne, zurückgelegt, aber Groß klärt, Rosina, gute Ablage, 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt, Skripski, in die Mitte, Rosina durchgesteckt. Keiner bei Kreilach in der Mitte. Mukiele rettet. Boah. Vor dem Einschuss bereit Unioner. Und dann ist das Spiel aus. Und wir gehen doch tatsächlich in die Verlängerung. Bremen war angepfiffen. Aue verliert 1 gegen Köln. Augsburg gewinnt 2 gegen Darmstadt. Stuttgart gewinnt 1 in Heidenheim. Alle anderen Spiele sind gerade angepfiffen worden. Noch keine Tore. So, und jetzt ist die Frage, wie wollen wir nochmal wechseln? Wir haben noch einen Wechsel. Eigentlich würde ich ja ganz gerne Grüne noch schon, den jungen Mann dafür Caligari bringen. Allerdings Ferrati offensiv könnte man auch durch Huber ersetzen. Wir bringen nochmal Caligari für Grüne, so rum. Nochmal eine frische Kraft auf der Doppelsechster. Hier zu Beginn der Verlängerung. Auf geht's. Union stößt an, Husina und Skripski. Kreilach. Puncic. Groß. Skripski. Fürstner am Mittelkreis. Ballverlust. Und dann das Foul. Gepfiffen. Groß wird den Ball lang schlagen, denke ich mal. Ja, der Ball kommt lang. Und Puncic. Kerk kann den Ball nicht richtig verarbeiten. Skripski, Skripski, kein Foul. Richtig, Caligari wichtig. Leconte. Kerk, Caligari. Köpke kommt nicht entgegen.
Puncic. Skripski gut dazwischen von Caligari. Zurückgelegt. Rot. Meffert, Leimer, Meffert, Kerk, Köpke, da außen ist jetzt mal Platz, Mukiele nochmal, Mukiele wartet auf Unterstützung, findet dann Köpke, der findet dann nochmal Leimer, der weiß aber natürlich jetzt nicht wohin, gegen zwei durchgesetzt, die Flanke kommt, erster Ball, Leimer, Versuch Nummer zwei, nee, gibt Abstoß. 100 Minuten sind hier gespielt. Ich kann auch nicht mal zum Eckball rausholen da. Kurzer Abstoß. Petersen. Kreilach. Fürstner. Rosinas Ball nach außen. Leconte dazwischen. Wichtig. Und das Foul von Trimmel. Der Freak beschwert sich auch, dass hier jedes muss doch mal ein Foul, muss doch mal da pfeifen. Er pfeift das aber nicht an Kerk. Und Kerk hat sich dabei, glaube ich, verletzt. Ja. Hat er. Bitter. Caligari, Meffert. Leimer noch einmal durchgestartet. Köpke kommt nicht an den Ball. Petersen, langer Ball. Mukiele macht Hedlund gut zu und holt den Einwurf raus. 30 Sekunden noch im ersten Durchgang der Verlängerung. Rot, schlechter Ball. Hedlund, Mukiele dazwischen. 2 Minuten gibt es obendrauf. Nochmal Einwurf für Union. Petersen. Leimer ist aber bei Hedlund. Die Flanke kommt trotzdem und Leconte klärt zum Eckball. Wichtig. Eckball Skripski. So, Hosina ist genauso gefährlich wie Polter. Die Eckball-Variante nicht schlecht, aber Schwebe ist da. Und der mit dem langen Schlag. Und dann ist hier Halbzeit in der Verlängerung. Puh. Ansonsten nach Viertelstunde noch keine Tore. Doch, Leipzig führt 1-0 in Mainz schon. Ansonsten noch keine Tore gefallen. Und damit gehen wir rein in die zweiten 45 Minuten. Und wir stoßen an. Caligari, Ferrati, Köpke, Ferrati, Kerk angeschlagen, guter Ball hinten vorbei für Caligari, der weiß nicht wohin. Bringt die Flanke dann doch noch irgendwie auf den langen Pfosten. Leimer kommt nicht ran, Petersen klärt. Ferrati gewinnt den Kopfball nicht. Das ist Hosiner, auch Fürstner. Kommt da jetzt recht für Union, über Fürstner und Hosiner. Immer noch Hosiner da außen, guter Ball, aber rot wird aufgepasst. Wichtig, Leimer, Mukiele. Caligari, Kehr, Köpke, gut gemacht, Kerk, da außen ist nochmal Leconte, der wartet, findet nochmal Köpke, Doppelpass mit Leconte, der geht nochmal, den steigt nochmal drauf, gegen zwei kann er sich dann aber nicht durchsetzen, setzt gegen Trimmel aber nach und dann gibt es im Endeffekt nur Abstoß. Busk, langer Ball. Caligari Kopfballduell kommt da nicht ran. Aber Skripski fällt der Ball, Hintermeier ist dazwischen. Kerk. Was für eine Idee. Puncic ist aber dazwischen mit dem Kopf. Caligari. Da macht da gut Druck. Ferrati. Ferrati kommt nicht zum Abschluss. Leistner blockt Busk. Und Union spielt es kurz raus. Puncic. Puncic gut gelöst da. Trimmel. Fürstner, da ist... Caligari kommt nicht ganz ran an den Ball. Achtung, ein langer Ball. Mukiele ist dazwischen, wichtig. Und dann nochmal der Ball bei Hedlund abgelegt. Hosina geblockt von Hintermeier, wichtig. 120. Minute. Nochmal Eckball. Letzte Aktion wahrscheinlich in der Verlängerung. Eckball von Skripski, der kommt nicht schlecht. Kopfball Hosina, Schwebe, stark. Nachspielzeit. Nochmal Eckball. Kommt nochmal gefährlich. Puncic nochmal abgelegt. Kreilach, der Abschluss, Schwebe nochmal. Das gibt's doch gar nicht.
Union jetzt nochmal drückend überlegen hier kurz vor dem Ende. Eckball kommt nochmal gefährlich. Kreilach kann den Ball nochmal annehmen. Geschuss geblockt. Meffert klärt ihn irgendwie. Ja, und dann ist hier Schluss. Und wir gehen doch wieder schießen. Und wir gehen rein. Statistik vor der Schüsse 5 zu 8. Schüsse aufs Tor 1 zu 6. Also Union mit deutlich mehr Offensivaktionen. Wir mit mehr Ballbesitz. Mit mehr etwas doppelten an Zweikämpfen. Mit einer besseren Passgenauigkeit. Also, im Endeffekt okay. So, jetzt müssen wir Schützen auswählen. Köpke haben wir da. Dann haben wir Kerk, Ferrati, Caligari und Leimer zum Schluss. Ja, Meffert dann als sechster Stütze Mokiele. Die Konter hinter Meier, Rot, Schwebe. Ja, passt. Bei Union schießen Skripski, Hosina, Kreiler, Kroos und Trimmel. Auf geht's. In das Meterschießen. Köpke mit dem ersten Ball. Für Freiburg. Köpke. Eiskalt verwandelt er diesen Elfmeter. Schwebe gegen Skripski. Und Schwebe hat die Ecke, kommt aber nicht ganz runter. Skripski verwandelt 1-1. Kerk. Kerk. Verschießt. Zieht ihn vorbei. Hosina gegen Schwebe. Läuft an. Hosina. Schwebe hat wieder die Ecke, aber kommt wieder nicht dran. Zu platziert geschossen. 2-1 für Union. Ferrati beim Elfmeter. Ferrati verwandelt. 2-2. Eiskalt. Kreilach gegen Schwebe. Kreilach gegen Schwebe. Schwebe hat ihn. Alles wieder ausgeglichen. Caligari. Caligari verschießt. Buskatin. Groß gegen Schwebe. Groß gegen Schwebe. Verlädt ihn. Wieder Vorteil bei Union. Leimer muss treffen. Leimer verschießt und damit ist Busk der Held im Schwarzwaldstadion. Und Union Berlin gewinnt im Elfmeterschießen in Runde 2 hier gegen den Sportclub aus Freiburg. Ist das bitter. Mit 2-3 nach Elfmeterschießen verliert der Sportclub hier im Pokal. Und das ist natürlich jetzt für die Moral der Freiburger, die auch in der Liga nicht gut gestartet sind, die natürlich jetzt noch, ja. Und damit schauen wir mal rein, was wir jetzt noch haben. Wir gehen ins Büro, wir kriegen erstmal eine Pressekonferenz, die wir sausen lassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch die paar Tage voran. Beziehungsweise noch einen Tag. Wir haben nämlich nochmal zwei Nachrichten im Büro. Drei Nachrichten sogar. Turnierpreisgeld gibt nochmal 248.000 fürs Transferbudget. Der Spieltermin ist geändert. Gegen Schalke wird auf den 14. Dezember vorverlegt. Und der Monatsbericht der Jugendmannschaft ist nochmal da. Wir gehen nochmal rein. Hase 82 bis 92. Okay. Paul Klein 69 bis 89. Diese könnten wir eigentlich schon gleich wieder freigeben. Benjamin Schmidt 80 bis 94. Richtig gut. Neue Nummer 2 auf jeden Fall. Paul Bergmann 82 bis 94. Gefällt mir. Philipp Legros 88 bis 94. Der Rechtsverteidiger richtig stark. Und Steffen Bergmann 86 bis 94. Also das sind alles Talente, die hier in Freiburg auf jeden Fall ihren Weg gehen werden, denke ich. Und dann an der Stelle würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, der Part hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann, bleibt gesund, haut rein und ciao.